Recht herzlich willkommen zur 12. Folge von Europa Universalis 4 und das Ganze natürlich mit Frankreich, wo wir ja schon kräftig am Arbeiten sind, dass wir größer werden. Aber wir sind mitten im Krieg, das heißt, wir müssen gucken, dass wir da nicht irgendwie schlecht abschneiden. Letztes Mal haben wir ja die Burgunder ein bisschen in die Flucht schlagen können durch Unterstützung, ich glaube die Provence war es hier, ne? Frankreich, wo sind sie? Ach nee, das sind mehrere verschiedene. Armagnac, das ist schon so eine... Ja, unsere Vasallen waren's, sagen wir's mal so. Gut. Jetzt habe ich da irgendwo drauf geklickt, das wollte ich aber gar nicht so in dem Sinne. Ja, vorhin hatten wir irgendwo Labourt, war das? Da haben wir ein Dingens verloren, sag schon. Truppen verloren. Bei der letzten Runde, da sind jetzt aber Schiffe vor Anker, wenn ich das richtig sehe. Warte mal, da müssen wir mal gerade ein bisschen reinzoomen, oder? So, jetzt sehen wir das besser. Jetzt gehen wir mal runter dahin. Hier, da hatten wir Truppen stationiert, da sind nur noch die Schiffe stationiert. Und die Truppen hat man uns zerstört. Ist die Frage, wie gehen wir weiter vor? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Wir haben hier 12 Einheiten von den Kastillen. Das ist natürlich eine Macht hier unten, ne? Weil da sind die nächsten 10 auch schon unterwegs, so wie das aussieht. Da müssen wir uns irgendwie gegen wehren. Und das sieht nicht so einfach aus. Hier haben wir nochmal 2 von Kleve. Die Burgunder sind natürlich schon abgehauen. Eigentlich müssten wir gucken, dass wir den Burgundern hier einen Frieden anbieten. Aber das geht noch nicht mal. Weil wir hatten ja gewonnen in einerlei Hinsicht, ne? Jetzt ist die Frage, ob wir hier uns angreifen oder aber besser hier jetzt verteidigen, weil rein theoretisch kommen jetzt hier welche hoch, ne? Die müssten wir eigentlich empfangen. Gut, schauen wir mal gerade rein. Das sind 4 Länder, die uns da gehässig sind. Welche sind das denn hier? Boah. Die gehören eher zu uns, oder wie war das? Weiß ich jetzt gar nicht. Muss man mal nachschauen. Kann ich jetzt hier nicht so direkt sehen, wo das ist. Könnte ich suchen, will ich jetzt aber gerade gar nicht. Pont de Nobles. Ja. Gucken wir mal weiter erstmal. Schiffe werden irgendwo unsere Häfen blockiert, ja, da unten, und das ist Kastilisch. Genau. Da werden wir aber nichts gegen machen können, einfach aus dem Grunde, weil wir einfach nicht genug Flotte haben, um das zu verhindern, denke ich mal. Da sind zwar 7 Schiffe und hier sind 14, hier wären noch 4 von uns. Und hier oben kreisen, das sind die, glaube ich, die sich da jetzt schon darunter bewegt haben. Da sichern wir ja unsere Handelsbeziehungen sozusagen. Naja, da oben ist nichts mehr. Eure Einheit haben Verluste erlitten. Ja, das wissen wir wohl, weil wir auch gekämpft haben. Das ist ja auch normal, ne? Ja. Kriegssteuern erheben. Auch das können wir natürlich machen. Das sollten wir machen. Okay. Kriegssteuern für 2 Jahre. Gut, machen wir mal okay. 62 Darlehen aufnehmen müssen wir nicht. Gut, das ist auch geklärt. Was haben wir hier noch? Unruhen, wo sind die? In Labourt, okay, weil da unsere Truppen ja auch vernichtet worden sind. Und das sind Basken, die wollen natürlich hier zum Baskenland, was sich hier ungefähr in der Region befindet, ne? Aber da müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt zulassen wollen, ne? Das ist der Krieg, der zu Ende ist. Ihr könnt Provinzverbesserungen bauen. Rüstkammer in mehr als 3 Provinzen. Können wir ja mal gerade einmal reinklicken. Wo ist er? Da ist er. Ja. 185, da sind schon welche. 185. 195 wären jetzt hier schon besser. Da auch. Oh, hier ist Champagner. 217. Was kostet er uns das noch? 50 Gold. Wir haben 160. 10. Wie heißt das hier noch? Waffen und militärische Macht. Und 12 Monate dauert das. Mhm. Ah, der Feind sitzt uns hier nebendran. Ich glaube, das machen wir da, ne? Hier unten wäre natürlich auch noch schön irgendwo, um da unser Ziel zu verstärken.
Ja, Kastil. Komm, muss sein. Gut, aber den dritten mache ich nicht, weil ich glaube, das muss nicht sein. So. Umkämpfte Nachfolge, da haben wir auch noch einen. Ich denke, wenn wir da die Provence eingemeinden, dann dürfte das kein Problem mehr sein. Gut, das heißt, wir müssen jetzt überlegen, was wir als nächstes tun. Die haben eine Flucht geschlagen, das war auch gut so. Diese Truppen sind 28 und die müssen dann gegen diese kämpfen, die da jetzt hochkommen, denke ich mal, ne? Ach, guck mal, Navarra. Ja, das heißt, wir müssen definitiv jetzt hier unterstützend und in dem Sinne gegengehen. Hat ja keinen Sinn anders, oder? Gut, lass mal langsam weiterlaufen gerade. Das sind zwei Truppen, die müssten wir... Ah, da kommen die 12 dabei. Okay, aber wir sollten eigentlich... Oh, da sind noch mehr dabei, oder was? Nein. 13 müsste... ist angekommen, okay. So, das mit der... Unterstützen wir das Ganze. Und hier ist die Schlacht dann zu Gange, wie man sieht. So, jetzt ist die Hauptmacht da. Was passiert? Die hauen alle ab oder was? Wollen nicht kämpfen, ne? Das ist nicht wahr, oder? Ne, da will ich hin. So, was passiert hier? Neapel möchte Militärzugang. Komm, das machen wir erstmal in der Pause gerade. Warum will Neapel Militärzugang? Und der Vatikan auch. Aragon? Nö, die wollen wir auf gar keinen Fall. Lehnen wir ab. Und die anderen? Was will der Vatikan bei uns? Hatten wir, glaube ich, auch schon mal, ne? Aber der Neapel... Was ist denn Neapel? Ja, da müssen wir mal gucken, ne? Was haben wir denn hier? Hat einen Waffenstillstand mit Kastil, also ist das nichts für uns und das auch nicht. Neapel, Verbassimano, Venedig. Bündnisse. Nee, irgendwie ist das jetzt nicht, glaube ich, das, was wir... Feinde haben die keiner? Nee, dann brauchen die auch keinen Zugang hier. Ablehnen. Warum? Vatikan hätten wir vielleicht noch gucken können, aber lassen wir jetzt erstmal. Wir schauen jetzt hier erstmal weiter. Die Gruppen stehen von Averne. Okay, alles klar. Das ist von denen selbst auserkoren, dass die da stehen. Wir wollen aber weitermachen und da angreifen. Oh, da sind jetzt 24, ne? Auch schön, oder? Und jetzt müssen wir dahin, hat keinen Sinn. Ah, jetzt haben wir hier die Schlacht, aber ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Hoffentlich vor denen? Ne, nicht vor denen. 24, 26. Das wird schäbig. Nee. Komm schon, Leute. Ich würde mich gerne zurückziehen, weil das bringt gerade nichts. Ah. Ja, das ist, sieht nicht gut aus gerade, ne? Die Schlacht ging verloren. Das war ganz schlecht. 17 Truppen haben wir da. Die ziehen sich jetzt ganz weit zurück, wie man sieht, bis nach da unten. Das heißt, wir müssen definitiv Truppen ausheben. Da lang. So. Landeinheiten. 10, 72 Tage. Gibt es wo irgendwas, was schneller ist wie? Hier ist 65. 65. Da ist sogar 63.
Da hätte ich gerne auch noch welche ausgehoben. 69, 70, 66. Die 65 sind schon die schnellsten mit, wa? Da auch noch. Komm, hat alle keinen Sinn, müssen wir machen, ne? Was haben wir jetzt gemacht? Irgendwas ist falsch gelaufen. Aber wir haben kein Geld mehr, alles klar. Gut, aber wir haben Truppen, die da wieder kommen. Wo sind unsere Truppen hingelaufen? Da unten irgendwo, genau. Schieben wir darüber. Ne, dann ziehen wir sie da besser rüber, sehe ich schon. Die wollen aber nicht, weil die total mies drauf sind. Tja. Dann müssen wir mal gerade hier, machen wir gerade eine Pause. Wie ist denn der Unterhalt unserer Truppen erstmal? Ja, jetzt haben wir den Kredit aufgenommen, alles klar. Armeeunterhalt ist aber, glaube ich, 100%, oder? Ja. Gut, dann läuft das aber noch. Gucken, was daraus wird. Wer kämpft hier gegen wen? Gegen uns. Belagerung von Nemours. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass wir denen entgegentreten. Kriegen wir die hier ein bisschen mal kaputt oder nicht? Wäre, denke ich, mal sinnig, ne? Ah, jetzt fängt der Kampf hier an. 13,24 müssten wir, hätten ja eigentlich die Überlegung der Masse, ne? 12,23. 11,22. Ah, jetzt kommen die hier mit Nachschub, das ist nicht wahr, oder? Den müssen wir vorher den Sieg haben. Da geht's auch, dass wir die kaputt machen von Kleve. Wäre schön. Wenn die da kommen, dann haben wir verloren. Kommt schon. Da kommt Nachschub, oder? Kann das sein? Das ist die Provence, ne? Bourbonnais. Das ist schon mal gut. Wir haben es verloren. Da kommen sie. Shit. Na, das war ja wieder nix, ne? Oh, das ist natürlich hart für den Burgund. Lass mal gerade schnellstens eine Pause machen. Mhm. Oh, da können wir... Ja, beanspruchen ist klar, oder? Gut, und das hier? Können wir Gehe zumachen? Wo ist das? Da irgendwo? Okay. Weißer Frieden. Gut, das hat gerade noch so gereicht. Aber sonst hätten wir hier den Kürzeren gezogen. Definitiv, also. Das war jetzt noch letzte Rettung, glaube ich. Aber dafür haben wir natürlich unser Land hier auch erweitert. Das müssen wir so auch sehen, ne? Respekt. War vielleicht eine gute Idee, oder? So, und die müssen alle weg. Tun sie auch. Gut. Dadurch haben wir die Picardie
und Arctur Ease bekommen, glaube. Vielleicht sogar das. Weiß ich jetzt nicht. Nee, das hatten wir, glaube ich, schon noch, oder? Das heißt, die Engländer hier noch zweimal raus. Dann ist unser Ziel erreicht. Da sind wir auch nahe dran, das zu schaffen. Das geht schon mal voran. Hier unten findet irgendwie noch ein Kampf statt. Machen wir schnell eine Pause rein. Haben wir denn noch Krieg? Eigentlich nicht. Auvergne, ja? Kämpft gegen Frankreich. Wie funktioniert das denn jetzt, bitteschön? Ich hätte vielleicht eben mehr lesen müssen, ne, was da stand. Okay, ihr könnt das natürlich noch nachlesen, wenn es soweit ist. Gut. Aber ich würde erstmal sagen, es soll für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.